Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Wirbellosen Paradies. Wir wollen heute eine Zuchtbox für Homodorus Gladiator präparieren. Die Tiere werde ich euch gleich zeigen. Ich möchte euch nur kurz zeigen, wie ich für diese Art die Boxen fertig mache. Im Prinzip fast so wie bei den Homodorus Melli. Zuerst kommt natürlich Eichenhumus mit weißfaulen Holzanteil wieder hinein. Verteilen. Dann brauchen wir weißfaules Holz, wo die Tiere ihre Eier drin ablegen können. Das sind bei mir meist so große Stücke, die dann auch hoffentlich gut eingepasst reinpassen. Ja, ein Stück abbrechen. Ja, das ist gut. Dann habe ich noch ein zweites, das machen wir dann nachher. Und dann passt das ganz gut. Jetzt müssen wir eben noch die Zwischenräume etwas auffüllen, damit das Weibchen nachher sich die Stellen raussuchen kann, wo sie dann ihre Eier platzieren will, ablegen will. Die legt sie ja ins Holz. So, hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen. Also es sollte schon richtig gut gefüllt sein, so dass eben wenig Luftlöcher am Holz dran sind. Deswegen kann man das gerne immer ein bisschen, ja, ich sag mal, zurecht schütteln. So, jetzt ist hier meine Box leer. Da muss ich doch noch eine neue Packung aufmachen. So. Das ist gut, jetzt wird das alles ein bisschen angedrückt. So. Hier noch ein bisschen was von dem älteren Substrat. Das nehme ich gerne oben noch immer mal ein bisschen als Deckschicht dazu. So, noch ein paar kleinere Stücke. So. Nochmal ein bisschen andrücken. So, ein bisschen Holz lasse ich immer rausgucken. Ich kann hier nochmal ein bisschen hinmachen. So. Damit es so aussieht, als wenn der hier so aus der Erde ragt. Noch ein bisschen andrücken. Und dann ist das auch schon fertig. Das lege ich oben. So. Drauf, vielleicht nochmal durchbrechen. Oh, ich habe heute nicht gut gefrühstückt, muss ich sagen. Zack. Aber ein Kick löst alle meine Probleme in diesem Moment. So. Jetzt nochmal ein bisschen von dem trockeneren Substrat oben drüber streuen. So. Soll ja auch ein bisschen natürlich wirken, das Ganze. Und dann sind wir auch schon fertig mit der Einrichtung der Box. So einfach ist es. Jetzt haben wir die Stämme drin, wo das Tier ablegen kann. Wir haben genug Substrat hinzugetan. Und jetzt kommt unser Zuchtpärchen dazu. Homodorus Gladiator. Ein wirklich schönes Tier. Ich habe davon zwei Pärchen bekommen. Ja, sei nicht böse. Also hat auch eine richtig schöne Größe. Und der Unterschied zwischen diesen Homodorus-Käfer, Gladiator und den Melli-Käfer ist dieses Sternschild. Das hat der Melli-Käfer eben nicht. Das zeige ich euch gleich auch nochmal. Und man sieht auch die Fühler sind deutlich länger. Von der Färbung her bleibt es eigentlich fast gleich. Und jetzt wollen wir den Kollegen... Ah, jetzt wird er auch noch wütig.
wollen wir den Kollegen mal hier wupp, in sein neues Zuhause buxieren. Der kriegt natürlich auch noch hier einen Beetle Jelly. In diesem Fall müssen wir den Beetle Jelly in der Mitte einmal teilen, denn mit seinen Scheren kommt er ja gar nicht in diese Töpfchen hinein. Deswegen, jetzt glitscht mir die hier rum, teile ich das immer so und positioniere es so. Dann können wir den Kollegen mal vorsichtig an die Futterquelle lotsen. Und wir werden sehen, dass er gleich genüsslich futtern wird. Jetzt kommt noch ein bisschen Holz mit in die Geschichte hier. Und dann haben wir hier eben das Weibchen von unserem Männchen, das natürlich im Gegensatz deutlich kleiner ist, hat nicht die großen Mandibeln. Und eine Paarung konnte ich schon sehen. Und dann sind wir damit fertig. Ich zeige euch jetzt nochmal Homo, das Männchen von, da, das Männchen von Melli, also Homodorus Melli. Da können wir mal den Unterschied dann sehen. Der Kollege hat jetzt hier sehr viel, ja, komm mal her. Ne, will er nicht. Hat eben vorne diesen Stirnschild nicht. Im Gegensatz zu diesen Kollegen. Also wirklich schöne Tiere. Und jetzt werden alle Tiere in ihre neuen Ablageboxen gebracht. Und wir hoffen auf einen schönen Zuchterfolg. Denn diese Art ist ja doch nicht so viel in Zucht. Ich hatte dieses Jahr von ein Pärchen 38 Larven. Die meisten sind schon weg und der Rest ist hier geblieben, um für weitere, ja, Nachzuchten zur Verfügung zu stehen. Jetzt habe ich den Faden kurz verloren, weil ich finde es einfach extrem interessant, diese Käfer. Denn die hat wirklich nicht jeder. Das ist mal was Ausgefallenes. Es müssen nicht immer diese riesigen Monsterkäfer sein, sage ich jetzt mal, wie zum Beispiel Herkules. Herkules, auch solche Käfer mit so schönem Geweih können richtig schön sein. Und ich finde es hochinteressant, auch mal solche Arten in Zucht zu sehen. Und das war es jetzt heute schon wieder von mir am Samstag. Wie gesagt, ich bleib am Ball bei den Spiromantis Ilona, Gottesanbeterin. Vielleicht habe ich da Glück und ich schaff's dieses Wochenende, die zu verpaaren. Ansonsten werde ich, ja, einen kurzen Quick einlegen und mir heute Gedanken machen, was ich euch morgen zeigen könnte. Vielleicht machen wir nochmal 1000 Füßler. Oder, ja, ich würde sagen, wir machen 1000 Füßler, weil sonst vieles ist hier momentan nicht passiert. Es geht auf den Winter zu, da ist es immer ein bisschen ruhiger. Und ich glaube, wir werden dann in Richtung 1000 Füßler was machen. Aber lasst euch überraschen, ich werde mal schauen. Vielleicht bekomme ich das morgen im Laufe des Tages noch hin, dass die anderen beiden sich verpaaren. Und dann gibt es das Gottesanbieter-Video. Mal sehen. Ich wünsche euch allen auf jeden Fall jetzt einen schönen Samstag. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video wieder gefallen. Liked es, teilt es, abonniert es, würde mich freuen. Und wir sehen uns dann morgen in alter Frische wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Ciao.